Moin ihr Lieben da draußen, da wir immer wieder die Frage bekommen, wie finde ich die richtige Helmgröße? Tada! Das erklären wir euch in diesem Video. Auch wir sehen es immer wieder, wenn entweder draußen auf der Straße oder hier bei uns in den Shops, dass die Kunden reinkommen mit Helmen, die viel zu groß sind oder ja viel zu klein sind. Aber in den meisten Fällen sind sie zu groß. Ja, und deswegen wollen wir euch einfach mal in diesem Video erklären, wie ihr die richtige Helmgröße für euch findet. Und Jan muss wieder leiden. In den meisten Fällen sieht die ganze Nummer dann auch so aus, wie ihr es hier schon sehen könnt. Sieht im Grunde genommen für einen Laien aus, pff, ja, hat einen Helm auf, sitzt. Aber alleine schon, wenn ich jetzt hier festhalten würde und du bewegst meinen Kopf ganz stark nach links, und nach rechts seht ihr, wie viel Platz dazwischen ist und auch meinen Kopf in den Nacken legen. Das Ding sitzt mal so auf dem Kopf drauf, aber es ist viel zu groß. Also gerade wenn ihr jetzt einen neuen Helm euch holt, der muss schon sehr, sehr eng sitzen. Also ne, im Wangenbereich so am besten. Wir setzen ihm auf jeden Fall mal jetzt die richtige Größe auf. Aber vorher möchte ich euch mal in erster Linie sagen, worauf ihr generell achten müsst. Also im Wangenbereich sollte er relativ eng sitzen. Es kommt natürlich auch auf den Härtegrad der Polster drauf an, wie stark die dann auch nachgeben. Also ihr müsst immer bedenken, dass diese ganzen Polster sich eurer ganzen Kopfkontur und gerade im Wangenbereich anpassen. Das heißt, die geben nach. So. Wenn ihr jetzt einen Helm kauft, der in der Größe ist, also in der viel zu großen Größe, könnt ihr ihn spätestens nach 2 Monaten fahren, einmal so komplett auf dem Kopf hin und her drehen. Das ist total kappes, weil das Ding macht sich dann auch selbstständig. Es ist von der Sicherheit auch echt uncool, definitiv. Und ihr seid wieder dabei, euch einen neuen Helm zu holen. Muss ja alles nicht sein. Ihr könnt ja gleich von vornherein die richtige Größe holen. Am besten ist es so oder so, ihr kommt in einen von euren Louis-Shops, die bei euch in der Nähe sind, und lasst euch natürlich da beraten. Aber wenn es mal nicht der Fall ist, erklären wir euch das jetzt. Also, Härtegrad der Polster habe ich ja eben gesagt. Ne? Jeder Hersteller kocht da auch wieder so sein eigenes Süppchen. Manche sind super fluffig und richtig schön dick und richtig schön weich. Die geben natürlich extrem stark nach. Also da muss der Helm sogar noch umso enger sitzen. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön bei dem Helm. Hier hat man noch den Styroporkern und davor ist ein Polster. Bei dem HRC-Modell hier ist es relativ, also vom Härtegrad ist es so ein mittlerer Härtegrad, möchte ich mal sagen. In den meisten Fällen ist es auch so, dass die Polster dann, wenn die so fluffig sind, halt noch viel, viel, viel stärker sind. Also da muss das Ding noch krasser sitzen. Wenn ihr härtere Polster habt, da reicht es aus, wenn der Helm wirklich dann hier schon so richtig schön anliegt, ne? Weil die geben natürlich dann nicht ganz so stark nach. Also das müsst ihr selber so ein bisschen erfühlen oder wie gesagt, lasst euch beraten. Ja. Das nächste, worauf ihr achten müsst, das habe ich eben schon am Anfang des Videos gezeigt, wenn ihr einen Helm aufhabt, könnt ihr selber mal festhalten, bewegt den Kopf nach links und nach rechts und dann schaut einfach mal, ob ihr hier Platz dazwischen habt. Na, wenn ihr den Kopf so wie eben, wie bei Jan jetzt gerade, also so stark drehen könnt, dass da, na, keine Ahnung, eine Packung Kippen reinpasst, dann ist das nicht gut. Genau das gleiche ist im Stirnbereich. Bewegt nochmal den Kopf mit dem Nacken. So, das Ding könnt ihr bis hier unten hinziehen. Das ist natürlich doof. Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf eure eigene Kopfanatomie drauf an. Wir haben über den Augenbrauen so eine Knochenpartie, sage ich jetzt mal. Hier ist die Stirn, hier ist so, hier merkt ihr, wenn ihr hier runter fühlt, ist so eine Knochenpartie. Die ist bei dem einen mehr oder weniger ausgeprägt. Aber normalerweise ist es so, dass wenn ihr selber den Helm für euch testet und ihr ihn festhaltet und den Kopf in den Nacken legt, sollte der im Grunde genommen, stopp, sollte der im Grunde genommen über den Augenbrauen dann auch bleiben. Ja. Mhm. Er kann natürlich, bewegt meinen Kopf leicht in den Nacken nochmal, ich sage stopp, stopp. Bis dahin kann er natürlich gehen. Ja, das ist vollkommen okay. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, individuell auf eure Anatomie zu sehen. Wenn ihr einen Helm habt und ihr merkt schon, wenn ihr den aufsetzt, dass ihr schon einen unangenehmen Druck im Stirnbereich fühlt und ihr schafft es nicht mal, das hier leicht über diese Knochenpartie drüber zu bekommen, dann ist er definitiv im Oberkopfbereich zu eng. Das ist dann auch das berühmte Phänomen, dass man so nach einer Viertelstunde Fahren einfach einen riesen Schädel bekommt und das war's. Das ist
ist natürlich doof. Das darf auch nicht sein. Also es muss eng anliegend sein, aber es darf auch nicht unangenehm drücken von vornherein. Im Oberkopfbereich sind ja auch Polster verbaut. Auch die geben ein bisschen nach, aber bei weitem nicht so stark wie die Polster jetzt hier im Wangenbereich. So. Da ich mir das jetzt nicht mehr angucken kann, nimmt der Ding jetzt gleich mal ab auf jeden Fall. Was ebenfalls noch ein wichtiger Punkt ist, bevor du jetzt absetzt. Kinnfreiheit. Sicher schon mal gehört, wenn nicht, was ist das? Und zwar der Abstand vom Kinn zur Helmaußenschale. So, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr von vornherein Helm aufhabt und das Kinn sitzt vorne davor, ist das nicht glücklich. Vor allen Dingen nicht, wenn er euch schützen soll. So, ihr solltet immer 1 bis 2 Finger, sagt man grob, immer noch reinbekommen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn hier erstmal hart auf hart kommt und man geht hier vorne irgendwo drauf. Der Kinnriemen, wenn er richtig eingestellt ist allerdings natürlich auch, sorgt dafür auch noch, dass der Helm natürlich nicht runterfällt vom Kopf, aber auch, dass der Helm nicht zu weit nach hinten wandern kann. So, und von daher braucht ihr diesen ganz kleinen Puffer auf jeden Fall von 1 bis 2 Fingern, dass eben halt die Helmschale euch hier im Kinnbereich nicht verletzt. Na, also auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den ihr achten sollt. Das gleiche ist auch, gerade von der, wie gesagt, jeder Helmhersteller hat eine andere Schale, hat eine andere Styropor-Kalotte, also einen Styropor-Kern designt das natürlich auch anders. Generell solltet ihr auch schauen, jetzt setzt den mal auf jeden Fall auf. Ich kann es mir echt nicht mehr angucken, viel zu groß. Ja. So muss ein neuer Helm sitzen. Der sitzt definitiv. Ja, saugend schmatzend. Saugend schmatzend auf jeden Fall. Ne? Was auch jetzt gerade, jetzt sieht man es auch natürlich. Guck mal, der Wangenbereich ist richtig schön. Macht richtig schön einen Knutschmund, sage ich immer, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt einen Helm nach hinten ziehe, guck mal, ist das schon ein bisschen. Es ist eng anliegend, aber es ist nicht unangenehm. Mhm. Ne? Und achtet auch immer drauf, dass oben der Helm über den Augenbrauen halt sitzt. Ne? Dann habt ihr im Grunde genommen den perfekten Sitz von so einem Helm, könnt dementsprechend auch den Kinnriemen richtig einstellen. So, wir haben eben noch gesagt, worauf ihr alles so noch achten könnt. Des Weiteren ist es auch gar nicht mal so unwichtig zu schauen, wie weit gehen die Polster hier nach vorne? Wie weit geht der Styroporkern hier nach vorne? Also ihr könnt bei Jan sitzt der Helm gerade richtig perfekt. So muss es wirklich sein. Dass die Wangenpolster hier vorne auch aufhören, das ist ideal. Und auch sprich die Styroporkalotte, die euch schützt und Energie absorbiert, hier auch aufhört. Das ist einfach Idealzustand. Das heißt, der Kopf ist auch, sitzt auch richtig schön tief in dem Helm drin. Wenn du vom Seitenprofil mal schaust, wenn ihr euch den Helm einfach in der Mitte nehmt und hier so eine Linie zieht, das sollte auch die mittlere Linie von eurem Kopf sein. So, so könnt ihr euch das, wenn ihr im Spiegel euch das mal anschaut, einfach mal selber sehen. Dann sitzt der Helm weit genug hinten, ihr habt genug Kinnfreiheit auf jeden Fall. Und der Styroporkern sitzt auch weit genug und ihr hängt vorne einfach nicht davor. Ne? Kinnriemeinstellung etc. pp. Ne? Also, das sind so ein paar Punkte, worauf man immer achten sollte, um die richtige Helmgröße zu ermitteln auf jeden Fall. Aber wie schon erwähnt, das Beste ist natürlich, gerade wenn es um das Thema Sicherheit geht und Helme, dass ihr in einen von unseren Shops geht und euch einfach mal richtig schön professionell beraten lasst. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, war alles dabei. Eine Sache habe ich tatsächlich noch vergessen. Ja. Oha, je nach Kopfanatomie natürlich auch und nach Anatomie des Kinns. Die meisten Helme sind heutzutage relativ tief nach unten gezogen. Ein Indiz dafür, dass er im Oberkopfbereich auch zu eng ist und der Helm, ich schiebe den mal jetzt so nach oben, sorry, so sitzt, kann auch sein, dass das Kinn unten dann halt rausguckt. Ne? Jan hat jetzt nicht so das Michael Schumacher-Kinn. aber es ist, sehen wir auch sehr oft, dass das Kinn unten halt rausguckt und der Helm so, keine Ahnung, sitzt wie ein Sonnenhut, keine Ahnung. Ich habe wrong side. Also das ist auch ein Punkt, wo ihr auch zusätzlich nochmal drauf achten könntet. Gut, alles drin. Danke auf jeden Fall, gern, dass du mal hier wieder schön gemodelt hast. ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie uns einfach wie immer unten mal in die Kommentare rein. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß. Stay safe, wie es so schön heißt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.